Hallo Jünger des Omnisars oder angehende Jünger des Omnisars. Ich nehme immer schwer an, dass wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und euch das hier anguckt, wollt ihr ein bisschen mehr über das Adeptus Mechanicus oder spezifischer gesagt über die Skitarii und den Kult Mechanicus erfahren. In dieser Serie werde ich jetzt jede einzelne Einheit auseinanderpflücken und mit euch durchgehen. Also es wird eine mehrteilige Serie werden für Skitarii und Kult Mechanicus, also beide Kodizes, wo wir dann zusammen die einzelnen Truppen durchgehen, sprich Vanguard, Ranger, Breacher, Destroyer etc. pp. Explizit werde ich dann auch auf die Waffen, eventuell auf die Ausrüstung und auf ein paar kleine Taktiken hinweisen und mit euch durchgehen. Jedoch wäre ich natürlich immer erfreut, wenn ich irgendwas falsch machen sollte, weil ich ja auch jetzt nicht der Überspieler bin. Wenn ich irgendwas nicht beachten sollte, dann sprecht mich darauf in die Kommentare an und dann können wir gerne noch darüber weiter diskutieren etc. pp. So, dann würde ich jetzt anfangen und die erste Einheit bzw. die nächste Einheit, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist Hallo liebe Leute, heute geht's weiter. Diesmal besprechen wir die Elite-Slots der Skitarii. Das wären einmal die Sicarian Rustalkers und einmal die Sicarian Infiltrators. Und ich werde mit euch dann noch die Killglade-Formation dann noch mal kurz durchgehen und einfach mal zeigen, was die für Vorteile mit sich bringt. Fangen wir mit den Rustalkern an. Rustalkers gibt es auch in zwei verschiedenen Ausrüstungsarten. Beziehungsweise fangen wir erstmal von ganz Anfang an. 160 Punkte kostet eine Einheit. Ist natürlich ein bisschen happig. KG4, BF4, Stärke 4. Widerstand leider nur 3. 2 Lebenspunkte dafür. Ini 4. Attacken 2. Beziehungsweise Precepts 3. Moralwert 8 und 9. Und eine 4er Rüstung. Okay. Aber mit der 4er Rüstung kommt noch ein 6er Rettungswurf mit dabei. Und ein 5er Feel No Pain durch Verletzungsignorieren. Also sind die schon ganz gut dabei. Ausrüstungstechnisch gibt es die in zwei Varianten. Da haben wir dann einmal Doppelschwert. Mit Doppelschwert bekommt ihr plus 1 auf Stärke dazu. Das heißt, ihr chargt im Angriff. Mit rasendem Angriff habt ihr dann Stärke 6. Ziemlich mächtig, könnt da Fahrzeuge mit kaputt machen. Aber vergesst nicht, ihr habt nicht die Granate, wenn ihr Doppelschwert habt. Das heißt, ihr müsst auf die reine Stärke von ausgehen. Müsst ihr dann bedenken, wenn ihr ein Fahrzeug angreift. ja, aber ansonsten profitieren die von Doktrina Imperativ, sind massig, also nicht so gut in Transportfahrzeugen zu handeln. Ja, gut, rasender Angriff, wie schon gesagt, und ihr habt Dünschreiter. Dünschreiter ist eine extrem mächtige Sonderregel, da ihr für jede Bewegung außer Nachsetzen bekommt ihr plus 3 Zoll drauf. Das heißt, in der Bewegung, anstatt von 6 Zoll, bewegt ihr euch 9 Zoll. Rennen, W6 plus 3. So, wenn ihr da jetzt Kreuzfahrer noch mit dabei habt, habt ihr im Rennen 2 W6 plus 3. So, Nahkampfcharge plus 3. Ne? Also, und fliehen natürlich dann auch plus 3. Nur im Nachsitzen habt ihr dann nur W6 plus W3, wenn ihr einen Manipel spielt. Weil ihr ja Kreuzfahrer habt. Ein Kreuzfahrer sagt ja, dass ihr mit 2 W6 Würfeln rennen dürft. Und ein W3 bekommt ihr dann noch im Nachsitzen obendrauf. Also könnt ihr selbst im Nachsitzen bis zu 9 Zoll kommen.
wenn ihr gut würfelt. Das ist natürlich Voraussetzung. Die sind ziemlich schnell unterwegs. Und das sind dann auch schon teilweise die Stärken von denen. Die sind halt extrem mobil, aber auch noch gefährlich im Nahkampf. Was dann auch schon die 160 Punkte meines Erachtens nach rechtfertigt. Ihr kommt schnell an Missionsziele dran durch die 9 Zoll Bewegung plus Rennen und Kreuzfahrer. Ihr kommt halt schnell zu den Zielen hin. Seid dafür aber jedoch ein bisschen squishy. Also ihr fallt halt durch Widerstand 3, fallt ihr aber auch schon mal schnell. Ein bisschen kompensieren könnt ihr das, indem ihr den einfach den Precepts eventuell noch ein Conversion Field mit beigibt. Also die sind vierer Ritter. Vierer Retter. Ich packe den mittlerweile allgemein immer nur immer ein mit meinen Rustalkern und Infiltratern, weil mir ja schon ziemlich oft den Böbbes gerettet hat. Ein Vierer Retter. Ein Sechser für die normalen ist okay. Durch die Sicarian-Rüstung. Aber ein Vierer ist natürlich dann nochmal eine Ecke besser, ne? Ja, dann habt ihr noch die Alternative zum Doppelschwert. Könnt ihr noch einmal mit Messer und Quarterclaw ausrüsten. Das bringt euch den Vorteil mit, dass ihr zwar nicht so eine ho hohe Grundstärke habt, sondern nur im Angriff Stärke 5. Bekommt aber eine zusätzliche Attacke durch die Quarterclaw noch mit dabei, die ihr Lebensfluch hat. So, das heißt, ihr habt im Angriff 4 Attacken. Und eine davon ist Lebensfluch. Also das ist schon ziemlich cool. Ne? Also besonders gegen monströse Kreaturen ist das gar nicht mal so schlecht. Und zusätzlich dazu habt ihr noch die Geistbrechergranate dabei. Die Geistbrechergranate, nicht die Eisbechergranate. Ist eine Granate, die ihr eher im Fernkampf werfen könnt, mit Stärke 3, aber Impuls. Also, ne, wisst ihr ja, Impuls. 1 ist nichts, 2 bis 5 ist Streifer und 6 ist Volltreffer. Und zusätzlich könnt ihr ja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt mittlerweile erratiert worden ist, dass ihr mit allen 5 Ruststalkern könnt ihr eine Granate dran pappen. Und sind dann 5 Attacken mit Impulsschaden. Aber ich meine, die haben dann mittlerweile erratiert, wenn nicht, dann korrigiert mich, dass du pro Trupp nur noch eine Granate benutzen darfst. Genervt. Ja, aber nicht schlimm. Für leichte Panzer tun es die normale Attacken auch. Mit diesem Kollegen ist auch schon mal ein Land Raider platt gegangen durch die Impulsgranaten. 5 Impulsgranaten und alle runtergerasselt, alle getroffen. Das war schön. Ja. Wie gesagt, die mit den Messern könnt ihr Quarterclaw ausrüsten und die Lebensfluch beinhalten. Plus die Granate. Und alternativ Doppelschwert, was euch natürlich noch plus 1 auf Stärke mitbringt. So. Ja, gut, der Precepts, der darf ganz normale spezielle Ausrüstung und Relikte des Mars erhalten. Gut, das war es jetzt auch eigentlich von denen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann haben wir noch die Infiltrators. Das sind diese schönen Teile. Hier seht ihr die mit Flacet-Blastern und Taserstäben. Finde ich auch eine gute Ausrüstungswahl. Ach so, ganz vergessen, nochmal, sorry, sorry, Leute. Die Ruststalkers. Wenn ihr mit den Quarterclown, transorischen Messern und transorischen Schwertern im Nahkampf seid, habt ihr die Sonderregel transorisch. Die beinhaltet, wenn ihr in der Verwundung der Nahkampfphase, in der ersten Nahkampfphase, eine 6 würfelt, gilt die als DS2. Ne?
Und jede weitere Nahkampfphase, also ab Runde 2, also ab der zweiten Nahkampfrunde, habt ihr automatisch DS2 in jedem Nahkampfangriff. Nur in der ersten Runde habt ihr nur mit 6 im Verwundungswurf DS2. Wichtig. Das macht die natürlich in der zweiten Runde, in der zweiten Nahkampfphase schon mächtig. Also das mit DS2 Stärke 5 dann, wenn du Doppelschwert hast. Und mit den Messern Stärke 4 ist auch okay. Aber halt DS2. Genau. So, die Infiltrators. Da nehmen wir jetzt den hier. Taserstäbe, Flacet Blaster ist so die übliche Ausrüstung. Könnt ihr auch kostenlos wechseln zu Sturmkarabinern und Energieschwertern. Von den Werten grundlegend sind die identisch zu den Rustalkern, haben auch die 4er Rüstung, 6er Retter, haben die Dünenschreiter-Regel, sind auch massig, 5er Verletzung, Feel No Pain, also Verletzung ignorieren, komplett sonst identisch. Kosten 185 Punkte, sind ein paar Pünktchen teurer, haben dafür Tarnung, was die in Deckung noch ein bisschen resistenter macht. Dreier Decker, nicht schlecht. Wenn du keine Deckung ignorierend hast, ist das natürlich besser wie dein Vierer Rüster. Und die können infiltrieren. So. Das heißt, du kannst sie alternativ auch flanken lassen, wenn du das denn möchtest. Infiltrieren immer super, um Missionsziele irgendwie zu catchen oder andere Infiltratoren zu blocken, indem du die einfach in der Mitte stellst und so die Sicht zu den anderen ein bisschen behinderst und so, dass die auf maximalen Abstand infiltrieren müssen. Durch ihre Flacet Blaster kann man die, würde ich jetzt, also so spiele ich sie häufig, sehr aggressiv spielen, weil in den Gegner einfach mal so 25 Schuss einrasseln, auch in der ersten Runde, wenn sie nicht angreifen dürfen. Einfach in eine Ruine reinstellen, mit Sichtkontakt zum nächsten. Also so, dass du im Prinzip du scoutest. Also fangen wir von vorne an. Stellst sie auf. Außerhalb der Sichtweite, 12 Zoll. Bumm. Nach der Aufstellung scoutest du dann in das Gebäude rein. 6 Zoll, so, dann bist du schon in 12 Zoll, also dann bist du schon in deiner Reichweite zum Schießen. Und dann schießt du einfach mal so eine kleine Einheit über den Haufen. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja, Taserstäbe haben im Angriff dann Stärke 6, weil plus 2. Beziehungsweise kontinuierlich, weil die ja keinen rasenden Angriff haben. Dafür haben sie die Taserstäbe, die plus 2 auf Stärke geben. Und die Sonderregel Taser haben, wo also nicht jede Verwundung, sondern jeder Treffer von 6 zwei zusätzliche Wunden generiert. So, und bei fast 20 Attacken und die dann auf 6 und dann nochmal verdoppeln, oder sogar zwei Attacken, nicht nur eine, sondern zwei, da kommt schon einiges zusammen mit Stärke 6. Und dann kommt danach fast nur noch auf 2. Nachteilig an denen ist natürlich, man hat kein DS. Also die können, alle Thermis können die locker wegsafen, ne? Aber die Masse, die macht es halt auf dem Faktor. Die Flacet Blaster ist genau das gleiche Spiel. 12 Zoll, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke gerade nochmal. Flacet. Ja, 12 Zoll, Stärke 2. Salvenpistole, aber reißend. So, da das eine Salvenpistole ist, habt ihr 5 Schuss. So, das sind dann 25 Schuss, die auf den Gegner einrasseln, zwar mit Stärke 2, also für normale Standardeinheiten ist das dann noch ausreichend, aber reißend. Entschuldigung. Was die Pistole dann auch noch ganz gut macht, wenn sie reißend ist. Braucht man aber auch bei Stärke 2, da man meistens auf 6 verwundet.
gut, treffen ist natürlich bei den Skitaris kein nicht so das Problem, aber halt das verwunden dann in dem Fall. Als Alternative könnt ihr natürlich Energieschwerter mit DS3 ausrüsten, hat aber kein Plus, also dann nur mit Stärke 4. Und die Sturmkarabiner. Die haben 18 Zoll Reichweite, was ihn natürlich noch ein bisschen flexibler macht, was die Reichweite angeht. Auch die doppelte Stärke zum Flacet Blaster, also Stärke 4, hat aber nur 3 Schuss und hat aber auch kein DS. Genauso wie der Flacet Blaster. Das wären dann 15 Schuss mit Stärke 4. Kann man natürlich alternativ auch mitnehmen, wenn man das denn möchte. Man kann die auch man zwei mit reinpacken. Nur mischen kann man leider nicht. Also man kann nicht die Taserstäbe nehmen und die Sturmkarabiner, sondern man muss immer Taserstäbe Flacet Blaster nehmen oder Energieschwert und Sturmkarabiner. Sonst würde ich glaube ich sogar auch die Sturmkarabiner mit den Taserstäben nehmen, aber ist ja nicht schlimm. Die Flacet Blaster, die tun es auch. Ja, ebenfalls haben sie Dünschreiter. Zusätzlich haben sie aber noch die neurostatische Aura, was alle Modelle innerhalb von 6 Zoll die Sonderregel bewirkt, dass du dann minus 1 auf den Kampfgeschick, ballistische Fähigkeit, Initiative und Moralwert bekommt, also der Gegner. Ja, das ist natürlich, wenn du im Nahkampf bist, schon von Vorteil, ne? So, bei Space Marines, normale Space Marines, würdest du dann auf 3 treffen, weil die haben meistens ja KG von 4. Und wenn du den um 1 senkst, dann haben sie nur noch 3, dann triffst du die besser. Aber passt auf, welche Doktrin ihr ausgesprochen habt. Nicht, dass ihr dann angreift und ihr habt minus 2 KG und dann ne? Also denkt an eure Doktrina, was ihr ausgerufen habt, und überlegt euch zweimal an, wen ihr dann angreift. Ansonsten, wie schon gesagt, nutzt die zum Infiltrieren, sind die top. Einfach schön hinterm Gebäudestück infiltrieren lassen, da wo euch keiner sieht, in 12 Zoll zum Beispiel. Scout nach dem Infiltrieren dürft ihr ja noch scouten. Dürft ihr nicht vergessen. Ne? Also ihr scoutet dann noch rein 6 Zoll in das Gebäude und dann seid ihr schon so ziemlich an den Gegner dran fast. Ne? Dann seid ihr schon fast schon in 6 Zoll, wenn ihr Glück habt. Wo dann die Aura schon greift. Und ihr könnt noch mit euren Flacet Blastern drauf schießen, 25 Schuss, und könnt die Einheit schon dezimieren. Ne? Und durch euren Dreier Decker seid ihr dann noch eine ganze Ecke. Ja, resistent. Also ihr seid noch resistenter als dann die anderen Skitaris dadurch. Abgesehen, ihr habt natürlich Deckung ignorierend gegen euch. Ja, gut. Aber ihr habt ja noch Verletzung ignorieren. Da aber auch, leider nur Widerstand 3, also Stärke 6 Waffen, dann ist das schon vorbei. Mit viel No Pain. Ja, kommen wir dann mal zum Killglade. Wenn wir schon mal bei den Elite-Slots sind. Dafür braucht ihr 3 Einheiten der Roughstalkers und eine Einheit Infiltrators. Ist natürlich punktetechnisch etwas intensiver, wenn man das so einpackt. Das sind so um die 700 Punkte, dreht sich das. Aber durch die Roughstalkers dürfen durch die Formation todbringende Ansturm einleiten. Das heißt, man darf einmal im Spielerzug ansagen, dass man rennt und dann noch angreifen darf. Und denkt dran, durch den Kreuzfahrer habt ihr ja immer 2v6 zum Rennen. Das heißt, ihr dürft euch 9 Zoll bewegen, 2v6 plus 3 rennen und dürft dann noch einen Angriffscharge machen, wo ihr auch nochmal plus 3 auf eure Bewegung bekommt. Das ist nicht zu unterschätzen, also da kommt ihr locker mal auf 30 Zoll, wenn ihr Glück habt. Also easy peasy. Alleine der Charge mit einer Doppel 6 und plus 3 wären schon 15. Also, ja, wenn man gut würfelt, ist natürlich immer so eine theoretische Sache, ne? Wenn man natürlich dann genau kurz vor irgendwo stehen bleibt, dann so. Aber so ist das nun mal in dem Spiel.
Kennt er ja alle selber, ne? Wenn die Würfel nicht so wollen, dann klappt das nicht. Die Infiltrators bekommen bösartiges Flüstern. Das heißt, die Aura erhöht sich von 6 auf 12 Zoll. Die neurostatische, die ganzen Profilwerte verringert. Da könnt ihr die Infiltrators relativ zentral infiltrieren lassen oder flanken lassen und die Rustalkers schön einkesseln lassen. Also die Gegner einkesseln lassen und so profitiert jeder von von der Aura. Und ihr könnt ihm richtig Schmackes geben, ne? Ich habe die schon öfters gespielt. Ist natürlich immer so eine Sache. Nahkampf in 40k ist nicht so doll momentan. Im Gegensatz zu den letzten Editionen, wie mir gesagt worden ist. Ich kann ja jetzt nur von dieser Edition reden. Ich spiele die Einheit trotzdem gerne. Meistens ist mir das eh relativ egal, ob ich, ja nicht, ob ich verliere oder so. Aber wenn ich darauf Lust habe, dann spiele ich die. So, und da das eh fast meine Lieblingsmodelle von den Skitaris sind, kommt die Formation hier auch schon häufiger mal zum Einsatz. Einfach nur, weil die Style hat. Mir gefällt die gut. Man ist halt extrem mobil durch die ganzen Rustalkers, kann sich gut durch die Deckung bewegen, weil man bei der Durchdeckung bewegen auch ein W6 plus 3 bekommt. Und mit denen hat man Tarnung. Wenn man den Kriegsherrn noch dazu deklariert, könnte man sogar noch Schleier bekommen. Dann hat man Schleier und Tarnung für die Infiltrators. Gibt viele schöne Gimmicks damit. Die Precepts haben noch einen Datenstachel zusätzlich, kann man den ausrüsten. Dann haben die noch Impulsschaden, eine zusätzliche Attacke mit Ini-Schritt 10. Ist auch nicht schlecht. Und mit der Formation zusammen gibt es da noch so eine schöne, ein schönes Artefakt. Das ist der Schädel des ältesten Nikolai. Dieser ist das hier. Da kann man einmal pro Spiel kann man ansagen, man möchte diesen denn auslösen. Also das Artefakt benutzen. Und die Reichweite entspricht dann die Anzahl der Runden. Also gehen wir mal davon aus, man hat Runde 4, dann bekommt man pro Runde ein W6. So, dann kann man maximal auf 24 Zoll kommen und alles, was dann in maximal, also auf 24 Zoll steht, bekommt Impulsschaden. Also so ein richtiger Anti-Tank-Artefakt ist das. Für Fahrzeuge. Jeweils nur ein Treffer, aber immerhin. Wenn da so ein paar Fahrzeuge stehen, dann können das schon ein bisschen was Aua machen. Und wenn da ein paar Volltreffer generiert werden, könnte das sogar noch platzen. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Und da die extrem flink sind, sind die relativ schnell vorne. Also in Runde 2, 3 sind die dann vorne. Sagen wir mal Runde 2. So, und selbst da sind 12 Zoll maximal, ne, was da noch explodieren kann. Und wenn die dazwischen so zwei, drei Panzer stehen und dann macht das einfach mal Puff, der Schädel explodiert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ansonsten könnte man eventuell noch den Phasentaser in Einsatz bringen für die Infiltrators, da man. Ist natürlich auch abhängig von gegen wen man spielt. Gegen Orks oder Tau oder sowas wird das natürlich schon Sinn machen. Das ist eine Waffe, die plus 2 auf Stärke gibt. Nahkampf, interdimensionale Entladung und Taser. So, jedes Mal, das durch eine Waffe mit dieser Sonderregel mindestens einen Lebenspunkt verliert, muss sofort einen Ini-Test machen. Besteht er diesen Test nicht, wird er als Verlust aus dem Spiel entfernt. Und dadurch, dass du halt durch die Infiltrators die Inis um einen senkst, ist der schon mal schnell misslungen, der Test. Ja, und bei so einem Ork-Boss vielleicht, der jetzt nicht gerade eine Zweier-Rüstung mit einem Lucky Stick hat, weil es kein DS hat, ja, dann kann er schon mal schnell einen Wurf misslingen. Oder gegen einen Ghost Keel oder gegen. Ich weiß nicht, wie er gegen monströse Kreaturen abgehandelt wird, aber die müssen ja dann, werden ja wahrscheinlich dann auch aus dem Spiel rausgenommen.
Ne? Also das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ansonsten könnte man den Nahkämpfern noch die Maske der Allwissenheit ausrüsten. Das ist, bekommen die Zelot, die Sonderregel. Dann darf man auch nochmal Trefferwürfe wiederholen im Nahkampf. Wenn ich mich jetzt nicht irre, Trefferwürfe oder Verwundungswürfe. Oder beides. Oh, ich weiß ja nicht. habe ich denn noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wenn ihr denn noch weitere Fragen habt zu den Infiltrators oder wenn ich was vergessen habt, ergänzt das für die Leute, die Interesse da haben, beziehungsweise für mich selber ist das immer gut, wenn mir Leute dann auch noch mal was erzählen und ein paar Tipps geben. Deswegen schreibt einfach drunter, wenn ich was vergessen habe. Oder wenn euch noch irgendeine coole Taktik einfällt mit den Killglade oder wie man die aufstellt, lasst mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren der Einheiten. Für mich lohnen sie immer alle Male, alleine schon, weil sie cool aussehen. Und ich bin dann raus. Haut da rein.